Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und wieder willkommen heißen hier im Plenarsaal. Ich eröffne die 71. Plenarsitzung des Hessischen Landtags, stelle die Beschlussfähigkeit fest. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der AfD mit dem Titel für freiwillige und gegen verpflichtende Corona-Schnelltests an den hessischen Schulen 205610. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Auch das ist offensichtlich der Fall. Dann wird der dringliche Antrag Top 102 und wir können ihn aufrufen mit Top 11. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD. Alle einverstanden, dann machen wir das so. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Sozialdemokraten betreffend psychische Belastung von Schülerinnen und Schülern ernst nehmen. Drucksache 205611. Wird die Dringlichkeit hier auch bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 103 und wir können ihn, wenn Sie einverstanden sind, mit Top 66. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der Freien Demokraten und Top 101, dem dringlichen Antrag der Fraktion der SPD zu dem Thema aufrufen. Alle einverstanden. Außerdem eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Fangjagd praxisnah gestalten. Drucksache 205612. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann können wir den Antrag oder wird der Antrag Top 104 und wir können ihn mit Top 9. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und Bündnis 90 die Grünen zum Verbot von Totschlagsfallen aufrufen. So machen wir es. Schließlich ist noch eingegangen ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Corona in der Arbeitswelt, Drucksache 205614. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag der Top 105 und wir können ihn mit Top 69, das ist der Setzpunkt der SPD, mit dem Thema solidarisch durch die Krise aufrufen. So machen wir es. Auf Wunsch der Fraktion Bündnis 90 die Grünen soll der Top 98, das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst zum dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Freiheit der Wissenschaft wird in Hessen entschieden verteidigt. Drucksache 205574 zu Drucksache 205349 ohne Aussprache heute Abend mit den anderen Beschlussempfehlungen abgestimmt werden. So machen wir es. Dann verfahren wir so. Die Fraktion der Freien Demokraten hat mir mitgeteilt, dass Top 44, das ist der Antrag der Fraktion betreffend Corona und Sport 205164 zur abschließenden Beratung in den INA überwiesen werden soll. Jürgen Lenders nickt. Alle sind einverstanden, dann machen wir auch das so. Wir tagen heute, wenn alles gut geht und nichts mehr dazwischen kommt, bis 20.45 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit dem Top 71. Das ist der Setzpunkt der CDU, eindeutiges Bekenntnis zur verfassungsgemäßen Ordnung. Nach der eineinhalbstündigen Mittagspause würden wir dann fortfahren mit dem Setzpunkt der Fraktion der SPD. Das ist Top 69, solidarisch durch die Krise. Ich will Sie noch gerne darauf hinweisen, dass heute Abend wieder Corona-Schnelltestungen stattfinden, wie immer im Foyer vor dem Medienraum, und zwar zwischen 17 und 20 Uhr. Entschuldigt fehlen heute ganztägig der Kollege Markus Meißner, der Kollege Frank Steinraths, Abgeordnete Karl-Hermann Bolldorf, der Abgeordnete Gerhard Schenk, der Abgeordnete Dirk Gahr, Frau Ministerin Prof. Sinemus von 14 bis 17.30 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Damit sind wir am Ende der amtlichen Mitteilungen.